Glaubst du an Engel und an Außerirdische? Wenn du jetzt Nein sagst, bist du hier genau richtig. Und wenn du Ja sagst, sowieso. Ich habe eine sehr wichtige Information für euch mit Beweisen, dass es Engel und außerirdische Wesen gibt. Und es ist wichtig, dass du diese Fakten kennst und es ist auch wichtig, dass du weißt, warum das für uns die ganze Zeit geheim gehalten wird. Das werde ich dir heute alles erklären. Und wir hören auch eine sehr wichtige Botschaft von Erzengel Gabriel über dieses Thema. Also sei dabei, damit du über alles Bescheid weißt und dir deine eigene Meinung bilden kannst. Wer mich noch nicht kennt, mein Name ist Monika Nerianna Kardinal und ich habe dieses wichtige Buch, Das kosmische Wissen von den Plejaden, geschrieben. Wenn du dich dafür interessierst, unter dem Video ist ein Link mit mehr Informationen. Ja, ihr Lieben, es gibt also tatsächlich verborgene Berichte, geheim gehaltene Informationen über Menschen, über Astronauten, die diese Engel mit ihren physischen Augen gesehen haben. Und das ist der Punkt. Sie haben das mit ihren physischen Augen gesehen. Normalerweise, wenn wir Engel sehen, sehen wir sie mit dem inneren Auge. Hellsichtige Menschen wissen, was ich dabei meine. Und man sieht sie also als Lichtgestalt. Und manchmal haben sie auch besondere Gesichtszüge und so. Das kann man alles erkennen. Aber diese sieben Astronauten, von denen ich euch heute berichte, haben diese Wesen mit ihren bloßen Augen gesehen, mit ihren physischen Augen. Und es gab sogar noch viel mehr Sichtungen dieser Art, die uns alle geheim gehalten wurden. Und ich habe dazu ein Video, was wir uns zusammen anschauen werden, damit du auch genau weißt, was ich meine. Und am Schluss werden wir noch eine Botschaft von Erzengel Gabriel hören, der uns darüber berichtet. Also, es wird sehr spannend und jetzt würde ich dann auch schon mal umschalten. Hier sehen wir jetzt, ich schalte mal ein und wir hören uns das zusammen an. Apparently heard this same whispering inside their heads, a kind of telepathic message. Er sagt jetzt hier, dass diese Menschen eben in ihrem Kopf so eine telepathische Nachricht bekamen von diesen Wesen. Also direkt, die haben das verstanden. Es war plötzlich so, man kann sagen, eine Stimme im Kopf, die das also gesagt hat. This cosmic whisper said that they were his ancestors from the very distant past. They told. Und diese kosmische Stimme hat gesagt, und es waren sieben Wesen, die diese Astronauten gesehen haben, und die haben gesagt, wir sind eure ältesten Vorfahren. Und die haben ihnen auch noch Geschichten erzählt aus ihren eigenen Leben, das hat sonst niemand wissen können. Told him things about his own family in the Urals that no one would have known. And they also told him that they should go back to Earth, that Russia was not ready. And, you know, und sie haben also ganz intime Sachen erzählt, die sonst niemand hätte wissen können aus ihrer Familie. Und sie sagten auch, sie sollen wieder auf die Erde gehen, weil sie sind noch nicht bereit für all das. Oder die Erde ist noch nicht bereit. Prepare yourself. There were more than one cosmonaut. Da sieht man jetzt die Astronauten. Because this would eliminate their presence in the space program. Und es wird auch gesagt, dass das, was die jetzt gesagt haben, aus diesem Space-Programm sozusagen herausgenommen wird, weil man das natürlich nicht glaubt, was sie da hier erlebt haben. When they could, and they found out that it was more than one person and in different spaceships that had been subjected to this. Salyut 7 Space Station, July 12, 1984.
Und die sagen, das war 1984, also noch gar nicht so lange her, als das geschehen ist, als sie das wahrgenommen hatten und man dann diese Menschen auch ein bisschen ja nicht ernst genommen hat oder gesagt hat, das kann nicht sein, das war vielleicht eine Massenhalluzination, weil es halt alle sieben auch wahrgenommen hatten. Cosmonauts Oleg Atkov, Leonid Kazin and Vladimir Solovyov enter the 156th day of their 237-day stay aboard Russia's scientific research space station. All three crew members witness an extraordinary event. In 1984, Soviet cosmonauts on board Salyut 7 saw a strange... Und jetzt kommt es. Sie haben also so ein orange-gelbes Gebilde am Himmel gesehen. Und jetzt mal sehen, was er noch sagt. Orange glow around the spacecraft. And they saw what they thought at first was maybe a gas leak. Sie dachten zuerst, es wäre Gas. But it seemed that the whole station was surrounded. Es sah so aus, wie wenn die ganze Station von diesem, die ganze Raumstation von diesem gelben Nebel oder orangefarbenen Nebel eingehüllt wird. Orange cloud. And as they looked at it, the cloud coalesced into... Und dann, als sie dann richtig genau hingeschaut haben, gab das so ein Gebilde. Shape. Suddenly they are all blinded by this orange light. Und sie waren total geblendet von diesem orangefarbenen Licht. Und jetzt kommt gleich das Bild, wo man diese sieben Wesen sieht. Hier, guckt mal. So hatten die sieben lichtvolle Wesen gesehen. Und so sehe ich die auch eigentlich immer mit meinem dritten Auge, so ähnlich in der Art. Also einfach solche diese Lichterscheinungen, könnte man auch sagen. Seeing seven angelic beings that are sieben Stück. Alongside their spacecraft and did so for 10 minutes. Officials dismissed the incident. Und hier könnt ihr gucken, hier oben steht, dass das, was sie hier gesehen haben, dass das eine Halluzination ist und dass es ein Top Secret ist, also geheim. Ja, und also das heißt also, das wurde dann versteckt und niemand sollte davon erfahren. It's a group hallucination. Gruppenhalluzination. Resulting from oxygen deprivation and pressure fluctuations. Und sie sagen, das liegt an dem an der Luft, die sie eingeatmet haben, also in diesem Umfeld vom Raumschiff. So haben die das erklärt. Later that summer, und später dann auch mit wurde das praktisch noch einmal gesehen. Später mit einer anderen Crew waren diese Lichterscheinungen wieder da. Und das ist ja phänomenal, ne? Dass es also nochmal aufgetaucht ist. But how could all of these cosmonauts share one hallucination? And might the winged figures seen by the... Und er sagt jetzt auch, wie können all diese Kosmonauten, die an verschiedenen Zeiten gestartet sind ins Universum, alle die gleichen Halluzinationen haben? Das kann man sich ja nicht vorstellen, das kann nicht sein. Aber es wurde so dargestellt. Und schaut euch dieses Licht an. Das ist natürlich nachempfunden. Aber so ähnlich müssen diese Empfindungen gewesen sein. Salyut 7 Crew really have been extraterrestrials. Ancient astronaut theorists say yes. Und die Astronauten, für die war das ganz klar, sie haben das so gesehen. Und es wird eben nicht geglaubt. Ja, ihr seht also, das waren jetzt die Berichte und die Beweise, dass es Engel und Außerirdische gibt. Und es gibt auch sehr viele russische Astronauten, die ähnliche Erlebnisse hatten, was aber alles nicht an die Öffentlichkeit gelangt ist. Warum möchte man nicht, dass die Menschen davon erfahren? Man möchte die Menschen klein halten. Man möchte nicht, dass wir wissen, dass ganz viel Hilfe für uns da ist, dass Hilfe und Schutz da ist. Man möchte uns von der Schöpfung abtrennen. Es geht natürlich nicht, weil wir
ja doch mit der Wahrheit, die immer wieder ans Licht kommt, in unserem Glauben bestärkt werden, dass es eben diese Wesen gibt. Und das ist so eine freudige Nachricht und vor allen Dingen für all die Skeptiker, die sagen, ihr bildet euch das nur ein oder ihr habt Halluzinationen, wie es hier dargestellt wurde. Es sind einfach Beweise. Und wenn mehrere Gruppen von Menschen die gleichen Erlebnisse hatten, dann kann man eigentlich, da kann man sich nichts mehr ausdenken, finde ich, um zu sagen, das stimmt nicht. Also es ist einfach richtig herrlich. Und wir werden ja auch in unserem Webinar mit Erzengel Gabriel ganz tief einsteigen in die Engelwelt. Und für mich sind diese Dinge, diese Wesen, die man gesehen hatte, sind die Boten Gottes. Das sind Boten Gottes. Und Erzengel Gabriel ist ja auch ein Bote Gottes. Und er hat uns so viel zu sagen. Und diejenigen, die das Webinar mit ihm machen, die werden eine sehr große, wundervolle Energie auch bekommen für einen Neubeginn, für den Neubeginn, den wir so dringend benötigen. Nachher kommt ja auch gleich die Botschaft von ihm über dieses ganze Gebiet mit den Engeln und den Menschen und die ist sehr wichtig, die müsst ihr euch unbedingt anhören, denn es bringt ja auch eine Bewusstseinserweiterung, es bringt eine Bestätigung und es bringt Wissen und Liebe und Ausdehnung, ganz, ganz viel. Ihr werdet es nachher gleich auch noch spüren. Diese Astronauten hatten ja gesagt, dass die Engel, sie haben sie also in ihrer Größe beschrieben, so wie sie es eingeschätzt haben, ungefähr 20 Meter groß waren, also 20 mal 20 Meter groß. Und die Ausdehnung mit den Flügeln, wenn die ihre Flügel ausgedehnt hatten, das war wie so ein großer Jumbojet. So breit war die Flügelspanne und das ist schon enorm, wenn man solche große Wesen sieht. Und warum denn sieben? Vielleicht die sieben Erzengel auch, könnte ja sein. Und das heißt aber im Rückkehrschluss, wir sind mit allen verwandt und verbunden. Und das heißt auch, oh, mich schauert es gerade so, weil einfach diese Verbundenheit sagt, dass wir eine große Familie, eine große Einheit sind. Und warum sieben Erzengel? Es könnten auch sieben Schwestern sein. Das wurde nicht genau festgestellt. Oder es gibt ja auch die sieben kosmischen Schwestern, wo ich das eine Buch geschrieben habe und wo ich für jede kosmische Schwester ja auch sowieso noch ein Buch schreibe. Und es waren ja mehrere Sichtungen und einmal hat man vielleicht die Erzengel gesehen, einmal die Außerirdischen. Alles das sind Boten Gottes, die für uns Botschaften überbringen, die sagen, du bist nicht allein, du bist geschützt, glaube an dich, habe dieses Vertrauen, was in dir liegt, dieses Urvertrauen an die Liebe Gottes. Das ist die Botschaft von den Erzengeln. Die Liebe Gottes ist bei dir, der Schutz Gottes ist bei dir. Suche diese Liebe und sei dadurch gestärkt. Dann, wenn das jeder für sich verstanden hat, gibt es keine Angst mehr auf der Erde. Das ist halt der Punkt. Und deswegen diese wunderschönen Engelserscheinungen. Und ich bin wirklich tief berührt. Und ich habe jetzt auch erst auf Telegram ein Gebet eingestellt mit Erzengel Gabriel. Ein schönes Morgengebet, wenn man aufwacht, um richtig gut in die Kraft zu kommen. Und all diese Geschenke bekommen wir von diesen lichtvollen Wesen. Und jetzt möchte ich euch auch gar nicht mehr länger auf die Folter spannen. Wir hören uns jetzt die Botschaft von Erzengel Gabriel an und ich wünsche dir ganz viel Freude dabei. Geliebte Menschen der Erde, geliebte Herzensmenschen, ihr lichtvollen Wesen, voller Freude komme ich mit einer sehr wichtigen Botschaft heute zu euch. Und mit dem Segen des Lichtes begrüße ich euch voller Freude.
denn ich komme im Namen der Liebe und der Einheit zu euch. Ich weiß, dass wir alle eins sind. Wir waren schon immer miteinander verbunden. Und diese Verbindung ist unsere Stärke. Unsere Aufgabe als Engel war es schon immer, Frieden, Freude und Verständnis in jedes Herz zu bringen. So kann ich dir sagen, dass wir die Engel, dich auf all deinen Wegen begleiten und bei dir sind. Manchmal zeigen wir uns in unserer Lichtgestalt, um euch daran zu erinnern, dass es uns tatsächlich gibt. Dies geschieht meist vor eurem inneren Auge. Und dies tun wir sehr gerne und sehr oft. Aber es gibt auch Situationen, wo wir uns in unserer tatsächlichen Lichtgestalt im Universum gezeigt haben. Dies ist mehrmals geschehen. Und eins dieser Treffen war mit den 7 Astronauten. Sie sahen uns in unserer physischen Form und waren davon sehr berührt. Sie haben gesehen, dass wir tatsächlich existieren und sie waren tief berührt von unserem Anblick. Sie haben unsere tiefe Liebe gespürt und wir haben ihnen eine Botschaft mitgegeben. Diese Botschaft lautet: Vertraut auf eure Herzen und eure Liebe. Verbreitet unser Erscheinen und bringt es auf die Erde zu den Menschen. Denn dann können wir uns zeigen und werden uns öfter in unserer wahren Gestalt zeigen. Wir sind hier, um euch und dir zu helfen. Wir möchten euch und dir den Weg in die Dimensionen der Liebe zeigen und werden euch und dir in jeder schwierigen Situation beistehen, wenn du uns rufst. Wir werden nie von deiner Seite weichen, auch wenn es manchmal so scheint. Vergiss nicht, dass wir da sind, denn wir wollen nichts mehr, als dir einen Teil der Liebe zurückgeben, die du uns bereits gegeben hast. Wir sind bei dir und wir freuen uns über jede Begegnung, die geschieht. Wir sind hier, um euch und dich zu beschützen. Und wir werden immer bei euch und bei dir sein. Also vergiss nie, dass du nie alleine bist. Wir sind gekommen, um dich an die große Liebe zu erinnern, die in jedem von uns und euch existiert. Eine Kraft, die dieser Welt wahre Heilung und Erneuerung bringen wird. Es ist die Liebe Gottes, die wir euch und dir heute überbringen. Denn ich, Erzengel Gabriel, bin der Bote Gottes. Und es ist meine Aufgabe, dich zu führen und zu begleiten. Und so werde ich dir jetzt eine Energieübertragung schenken. Öffne dein Herz und erlaube dir, dich so tief wie möglich fallen zu lassen und das anzunehmen, was ich dir jetzt überbringe. Nimm dein Geschenk an und lass dich zu neuen Höhen führen.
Und wisset, dass ich jeden einzelnen von euch so sehr liebe. So ist die Übertragung vollendet. Die Energie ist geflossen zu dir in dein Herz, zu deinem allerhöchsten Wohle. Und ich verabschiede mich von dir voller Liebe und Freude. Es war mir eine Ehre, heute für dich zu wirken. Und ich bedanke mich bei Erzengel Gabriel für die wundervolle Energie und bei dir, dass du heute dabei warst. Genießt diese Botschaft, so oft ihr möchtet. Genießt diese Heilenergie. Sie schützt, sie trägt, sie liebt. Sie bringt genau das, was du in dem Moment brauchst, wenn du sie hörst. Wir sehen uns zum nächsten Video und ich umarme dich noch ganz liebevoll. Bis zum nächsten Mal.